Hallo EMTB News. Heute soll es mal gehen um ein Orbea Wild M-Team. Wir hatten das nämlich in einem Vergleichstest mit drei anderen Rädern. Wir hatten einen Cube, wir hatten einen Highbike und wir hatten einen Canyon. Hier bei mir ist der Mitch. Servus. Der Mitch ist ähnlich groß wie ich. Okay, er ist 10 cm größer, aber wir sind ähnlich schwer. Wir fahren ähnlich vom Style her ähnlich Rad und wir können uns ziemlich gut Feedback geben. Mitch kommt eigentlich von EMTB News ist mehr in der Bio-Welt zu Hause, fährt aber auch mittlerweile sehr viel EMTB, hat richtig Bock drauf und deswegen haben wir den Vergleichstest zusammen gemacht. Das Orbea Wild ist für mich tatsächlich ein alter Bekannter. Ich war damals beim Produktlaunch in Spanien. Ich war auch schon bei Orbea in der Herstellung, ziemlich cooler Laden. Auch die Gedanken dahinter sind ziemlich cool, würde aber jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Heute soll es nämlich hier um das Rad gehen, was hinter uns steht. Mitch, du bist es auch gefahren. Das Rad, magst du es kurz vorstellen? Klar, also es handelt sich beim Orbea Wild um ein sehr racinges Enduro oder E-Enduro. Das wird auch so von Orbea beworben. Das ist ein Racebike ist am Ende. Fest verbauter Akku, damit genau. Gewicht runter und so weiter. Genau, es ist auch grundsätzlich eher auf der leichteren Seite für ein E-Performance-Bike. Heißt, wir sind unter 24 Kilo. Und mit 750er Akku. 750 und genau, und man kann es ja auch mit 625 Wattstunden kaufen und dann sind wir irgendwo bei 20,9 oder sowas. Es gab sogar mal die Idee, Bosch wollte da auch einen 500er Akku machen, dann wäre man natürlich noch leichter, könnte dann mit dem Range Extender das Ganze noch mal ein bisschen erweitern, was ich total spannend finde. Also wenn man auf E-Racing geht, wäre das ein ziemlich cooles Ding, glaube ich. Ganz witzig, weil du gerade E-Racing sagst, ich bin damit sogar schon ein E-Mountainbike-Rennen gefahren, nämlich in Italien. Aber nicht mit dem? Doch, exakt mit diesem Fahrer. Also nicht exakt mit diesem, sondern mit dem gleichen Modell. Ja. In einer Größe größer. Und ich muss sagen, ich habe das Fahrrad dort das allererste Mal gefahren und bin es auch blind gefahren auf Trails, die ich nicht kannte, auf einem sehr steilen Hang. Und ich habe mich direkt wohlgefühlt. Also das mal vorneweg, das war von Anfang an der erste Kontakt, der war schon sehr positiv. Aber jetzt erstmal zurück zum Fahrrad. Wir haben 170 mm an der Front, 160 mm am Heck. Wir haben in dieser Größe einen 480er Reach, das ist Größe L, und einen 64er Lenkwinkel. Also alles ziemlich abfahrtsorientiert und ich würde sagen, aktuelle, sportlich moderne, aggressive Geometrie. Was die Ausstattung angeht, wir haben Fahrwerk von Fox, wie ihr sehen könnt. Das ist Factory, also volle Bude im Endeffekt. X2 Dämpfer und die 38er Factory Gabel. Ansonsten Komponenten Cockpit ist Orbea, heißt Okua. Carbonlenker. Der Vorbau kann ich dir jetzt aus dem Kopf ehrlich gesagt gar nicht sagen, was es ist. Aber es ist ein Carbonlenker von Orbea selbst oder Okua verbaut, der für mich auch ergonomisch wirklich gut getroffen ist. Muss ich nichts tauschen. Ich bin da ein bisschen empfindlich, muss ich sagen. Ja, der flext auch ein bisschen. Genau. Wurde speziell gebaut. Also es ist. Das sind durchdachte Produkte, ja, das merkst voll. Du schon. Die Laufräder, da können wir gerade weitermachen, sind auch von der Eigenmarke von Orbea. Und ich hatte da im gesamten Verlauf jetzt auch keinerlei Probleme. Ich bin das Fahrrad auch nach dem Test noch ein bisschen gefahren und musste keine Speichen nachziehen und hatte auch sonst keinerlei Probleme damit. Keine Dellen, nichts. Genau, hier sind die MC32 Team verbaut von Okuro. Das ist, also die Marke selber ist, wie gesagt, Orbea-Marke. Wird unweit des Hauptwerks, gibt es ein eigenes Werk für die Fertigung. DT Swiss Narben sind verbaut, die Laufräder werden dort eingespeicht. Gibt's, es ist super schön, ich habe mir das auch schon mal angeschaut. Also es ist sehr aufgeräumt, sehr clean. Jeder Mechaniker oder Mechanikerin baut da einen Laufradsatz auf. Das ist ganz spannend. Und die Laufräder, ich kann auch nichts Negatives sagen. Ich finde sie auch ziemlich gut. Nee, finde ich auch gut, weil oftmals sagt man ja, Eigenprodukte und günstiges Zeug verbaut am Fahrrad, wie bei manchen anderen Marken, ist aber hier so nicht der Fall. Nee, gar nicht. Weil das sind hochwertige Komponenten aus der eigenen Produktionswelt. Grundsätzlich Full 29. Wir haben das Fahrrad hier gespeckt, wie fast alle Räder, muss man sagen, im Test, mit Maxxis Assegai und DHR2 in Kombination. Hier haben wir einen kleinen Nachteil gehabt bei den Reifen, meiner Meinung nach. Wir haben nämlich vorne nur die Max-Terra-Mischung statt einer Max-Grip-Mischung. Das finde ich immer ein bisschen schade, gerade bei einem E-Bike. Das hat ein bisschen mehr Power, du musst nicht ganz so viel selber arbeiten. Das heißt, ein griffiger Reifen ist einfach geil. Ja klar, griffiger Reifen. Du musst ihn nicht so hart treten wie auf einem normalen Fahrrad. Also vorne Exo Plus, Max Terra, hinten Exo Plus, auch Max Terra. Ist für mich so, sozusagen so das kleine, ein kleine Minuspunkt, ja, okay. Ein kleines Geschmäckle sozusagen. War auch spürbar, also wenn wir Richtung Trail gehen. Ja, wobei da war es, wo wir, unser Trail war nass, kalt, genau. Steil und so weiter. Ich glaube, also Exo Plus ist jetzt keine, oder Max Terra ist jetzt
keine schlechte Mischung. Aber Max Grip ist natürlich besser. Mehr Grip ist immer besser. Wir hatten im Winschgau eben nasse und ziemlich kalte Bedingungen. Ja. Und da hast du es einfach gemerkt. Also wenn du den Wechsel hattest von einem Max Grip-Reifen auf den Max Terrell-Reifen, hast du sofort gemerkt. Für mich ein wirklich sehr ausgewogenes Fahrrad. Also aus meiner Warte, es ist poppig. Es ist trotzdem laufruhig. Es lässt sich super agil und präzise fahren, ist aber nicht irgendwie harsch oder zu straff oder in irgendeiner Art zu steif. Es klettert zudem auch sehr gut, also die Position im Rad ist sehr gut. Du hast einen 77,5er Sitzwinkel, was grundsätzlich ziemlich steil ist und mir auch persönlich sehr entgegenkommt. Du holst viel Kraft aus der Hüfte, aus dem Hintern. Es kann im Endeffekt auch eigentlich alles. Wir sind auf Flowing Trails gefahren mit Anliegern, wir sind auf sehr technischen Ballerstrecken, nenne ich es mal, gefahren, ja, mit Wurzeln und Steinen. Und du hast dich eigentlich auf allen Trails wohlgefühlt, ohne jetzt zu sagen, oh, das kann es jetzt deutlich besser als das. Es war eigentlich überall zu Hause. Es ist überall zu Hause und kann alles wirklich ziemlich gut. Deswegen wäre auch, wenn mich jemand fragen würde, für wen ist es geeignet, wäre für mich auf jeden Fall für jeden, nämlich vom Anfänger bis zum Profi. Mhm. Also Anfänger, Fortgeschrittener, ambitionierter Fortgeschrittener, Profi. Jeder wird mit dem Rad, glaube ich, richtig viel Spaß haben. Würde ich auch so unterschreiben. Ich würde nur noch anmerken, dass dadurch, dass es auch ein bisschen agiler ist als manch anderer Kontrahent im Test, hast du beim technischen Uphill, musst du schon ein bisschen auf Zack sein. Das heißt, wenn du mal das Hinterrad dir versetzt wurde oder du sozusagen ein bisschen eine kritische Stelle hattest, musstest du einmal wissen, was du tust. Mhm. Es ist nicht ganz so laufruhig bergauf gewesen sozusagen, so planted, wie man so neudeutsch sagt. Man muss einfach ein bisschen hinterher sein beim technischen Climben, aber es war natürlich alles top. Aber hier sehe ich jemanden, der da ein bisschen Skills hat und ein bisschen Erfahrung hat im Vorteil beim Klettern. Ist beim Klettern wahrscheinlich meistens so. Also ich finde, wenn du Trails, Uphill-Trails hast, die du mit dem Motor hochfährst, dann musst du halt schon gucken, wie und was und wo. Aber ja, bin ich bei dir. Gibt es Räder, die machen das einfacher oder die machen das ein bisschen einfacher und andere machen es halt ein bisschen schwerer. Oder man muss aktiver sein auf dem Rad. Es ist einfach sehr agil, auch im Uphill. Genau. Und man muss einfach, die Reaktion muss aber schnell genug sein. Genau, aber ich empfand das als sehr angenehm, dass es so agil war, weil man eben gerade technische Stellen dann, wenn man es kann, in Anführungszeichen, einfach auch agil nehmen kann. Und mit ein bisschen Hüfte und ein bisschen Körpereinsatz dann auch schnell über kleine Absätze und so weiter bekommt. Also ich habe das als positiv empfunden. Ja. Ja, ich finde es auch. Also aktiv berghochfahren ist für mich auch immer besser als einfach nur hochgeschuttelt werden, in Anführungszeichen, würde ich sagen. Preislich, das Rad natürlich das teuerste bei uns im Vergleichstest. Das kostet ab 9.499 €. Hier ist noch eine Shimano XTR-Bremse verbaut, kostet noch mal etwas mehr. Genau, und da kommt aber der Vorteil ist, genau, der Konfigurator. Obeyer nennt das Mio. Und da sehe ich als ehemaliger Produktdesigner und Grafikdesigner das Riesending eigentlich, weil du hast hier über Mio die Möglichkeit, die Farben anzupassen von dem Rahmen. Du kannst aus zig verschiedenen Farben deine Kombination wählen. In dem Fall hier sind es zwei Farben, die du wählen kannst. Du kannst aber auch die Farben von den Decals wählen. Du kannst sogar noch Farbe in die Laufräder holen, was ich auch echt cool finde. Also man kann quasi sein ganz individuelles E-Bike bauen. Was ich richtig geil finde. Plus eben noch ein paar Parts austauschen. Ja. Nicht grundsätzlich alles, aber beispielsweise war im Originalzustand sozusagen für 9.499 € sind XT Vierkolbenbremsen verbaut. An unserem Testbike waren XTR-Bremsen verbaut. Und lasst mich lügen, es liegt irgendwo so bei 250 € das Upgrade, vielleicht auch 200, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das kann man sozusagen zusätzlich auswählen und hat dann natürlich dann noch immer ein bisschen höheren Gesamtpreis. Meiner Meinung nach, aber gelungen an dem Fahrrad, weil ich mag die XTR-Bremse ziemlich gern. Ja. Und ich würde die auch der XT vorziehen, aber das ist meine persönliche Präferenz. Ja, das ist so jammern auf hohem Niveau. Natürlich, sag ich mal. Aber irgendwie klar, ich finde auch die XTR cooler als eine XT. Gefällt mir besser, ist auch vom Support noch mal ein bisschen feiner. Ja, ich finde die angenehmer. Die Galfa-Scheiben funktionieren total gut. Man kann auch andere Reifen Beibestellung wählen. Das ist zum Beispiel du kannst auch, was kannst du, glaube ich, noch? Ich glaube, Lenkerhöhe. Und Kiox. Der Display, genau. Kiox, ja, nein. Wir haben es hier mit Kiox, weil ganz ohne finde ich immer so ein bisschen das Problem, du siehst nicht, wo ist denn dein Akku. Also du siehst schon, wie viel Akku haben wir noch. Aber du hast ja keine detaillierte. Ich mag das halt einfach, wenn ich eine Prozentzahl habe. Also bevor ich da aufs Handy gucken muss, gucke ich auf das Kiox-Display. Der Halter ist vorne am Lenker dran. Kann man drehen, kann man machen.
Ich persönlich würde ihn zum Beispiel weglassen. Würde auch noch mal, ich glaube, 140 Euro oder sowas sparen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, 139 Euro sind es. Die kann man sich sparen und vielleicht in irgendwas anderes stecken, wie zum Beispiel einen Teil der XTR-Bremsen. Mir reicht dieses kleine Balkendisplay. Ich brauche da nicht diese große Halterung und die Kabellage, die dazu gehört. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Und das ist halt der Vorteil. Das kannst du halt konfigurieren. Du kannst es mit oder du kannst es ohne nehmen. Genau wie Reifen. Weil im Konfigurator hättest du auch genauso gut Downhill-Double-Down-Reifen nehmen können mit Max-Grip. Und das wäre natürlich unsere Wahl gewesen. Ja, das wäre unsere Wahl gewesen. Wir haben es halt so gekriegt, hat aber auch super gut funktioniert. Apropos super gut funktioniert. Es war ja ein Vergleichstest, Leute. Das heißt, dieses Rad musste sich messen mit drei anderen Rädern. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Wir hatten noch einen Cube dabei, wir hatten einen Canyon dabei und wir hatten einen Highbike dabei. Alle mit Bosch Performance Smart System, also Performance CX Motor, 750er Akku, 170 mm Federweg an der Front, 160 am Heck, hatten drei Räder. Das Cube hat ein bisschen weniger, das hat 160, 150, aber es sind alles vier Enduro, E-Bikes, sehr vergleichbare Räder und das Orbea hat, Trommelwirbel würde ich jetzt sagen, den Testsieg geholt. Also ja. Gratulation erstmal an Orbea, das ist ein ziemlich geiles Rad. Ja. Details, warum es den Testsieg geholt hat und vielleicht noch viele andere Details, findet ihr im Artikel. Ja. Den verlinke ich euch hier auch mal. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Rad noch habt, postet es mal in die Kommentare, damit wir da vielleicht einen Austausch haben. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der das Rad schon hat, fährt, Erfahrung damit hat, auch mal hier reinposten. Würde mich persönlich super interessieren. Ja, das war's. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, weil nur so kriegt ihr die neuesten News. Und am Schluss, wie immer, Rico sagt, bleibt elektrisch. Tschüss.